Herzlich willkommen bei Geras Montebablog zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Hatte schon lange keins gegeben. Heute packen wir aus den EasyRT Arizona, ja, im Maßstab 1:18. Das ist praktisch die EasyRT, ist die Einstiegsmarke von FMS, aka Rock Hobby. Und von dieser Marke gibt es jetzt demnächst auch mehrere Modelle in dem Maßstab 1:18. Der große Unterschied zu den anderen Modellen wie dem Toyota Land Cruiser LC80 oder zum Bronco, den ich schon im Blogbeitrag vorgestellt habe, ist, dass die hier nur about 100 Euro kosten, also 109 Euro UVP, und die anderen Modelle doch bei 199 Euro oder 240 Euro sind. Ja. Und wir packen ihn heute aus und schauen mal, wo ist der Unterschied preislich zu den anderen Modellen. Und da habe ich schon lange angekündigt, oder lange im letzten Video, werde ich die Fahrzeuge dann wirklich auch Herz und Nieren testen. Ich möchte mir die Kleine auch mal genauer anschauen, also bitte jetzt legen, okay, was haben die? Haben die Kugellager drin, haben die Gleitlager drin, wie sind die geschmiert? Dann möchte ich auch zerlegen und dann wird es auch ein extra Video geben, wo wir uns das Detail anschauen, ja. Und aber jetzt packen wir das Ganze mal aus. So, willkommen zurück. Das erste, was mir mal auffällt, schon ist die Verpackung. Ja. Ich vermute da keine edle, schöne Styroporverpackung wie beim LC80, Toyota Land Cruiser oder beim Catano, wie bei allen anderen hochwertigeren, teureren, würde ich nicht sagen, also höherpreisigeren Modellen. Das heißt, mal eine geniale Verpackung. Hier hast du eine Kartonschachtel, das war's. Das schauen wir uns mal an. Ist die Oberseite. EasyRC Arizona ist eine Nachbildung vom Jeep Wrangler. Ja. Lithium-Batterie ist dabei, Stoßdämpfer, 9 Gramm Servo, RTR, Ready to Run, also ihr habt alles dabei, was ihr braucht, bis auf die Batterien für die Fernbedienung. Maßstab 1:18, 4WD-Antrieb, Empfehlung ab 14 Jahre die Sachen. Das ist mal die Geschichte der Vorderseite, dann schauen wir mal die Geschichte der Rückseite. Die Geschichte der Rückseite ist das gleiche. Die Geschichte der Oberseite, was erzählt die uns? Okay, Hartplastikkarosserie, funktionelle Motorhaube, Scale-Interieur ist drinnen, Rhino-Bumper, High-Traction, MT-Tire mit 1 Zoll, mit Bedlock-Reifen, Bedlock-Felgen, Lichtsysteme verbaut, Realistic Pinion Ring Gear Axle, High Torque Transmission, 7,4 Volt 2S Lipo Batterie, Chassis Mounted Servo, Tuned Coil Shocks und 2,4 GHz Radiosystem. Dann schauen wir uns, was die Unterseite verspricht. Da haben wir Abbildung von vorne, von hinten. Die Fernsteuerung fällt schon mal aus, dass die anders ist, nicht zum Zerlegen. Also, das erste, was mir auffällt, ist, die halt einmal nicht so hochwertig schon daherkommt wie die anderen Fernsteuerungen, ne? Wo ich nicht sagen will, dass die anderen extrem hochwertig sind, aber auch nicht schlecht, mit Angst von der Kompaktheit und alles, ja. Okay, Warnhinweise zum Lipo-Benutzung und so weiter, und dass es nicht so für Kinder unter 3 Jahren eben gemacht werden, genutzt werden soll. Jetzt haben wir hier drauf, ja, hat nochmal abgebildet, und hier haben wir das hier gespielt. Ja. Schauen wir mal rein, was uns da entgegenkommt. Okay, ich sehe schon eine Plastikverpackung. So, was ist drinnen? Die haben wir mal raus. Auch alles sauber verpackt. Ich sehe schon, die Funke unterscheidet sich von der Abbildung. Aber das macht nichts. Das schauen wir uns jetzt alles an. So kommt das daher. Da ist schon verpackt drinnen. Fangen wir mal an mit dem Kunststoff. Da haben wir hier das Fahrzeug. Gut verpackt ist es. Da kann da nicht viel passieren beim Transport. Das finde ich immer gut. Vollerei. Also ist noch zugeklebt. Ne. Messer wieder weg.
So, machen wir das runter. Dann haben wir eine Reservekarosserie. So, da ist ein Schutz auf Papierfolie drauf. Da kommt schon der Jeep Wrangler zum Vorschein. So, dann holen wir sie mal raus. Nochmal das Fahrzeug. Das stellen wir mal auf die Seite. Ja. Dann geht's weiter mit der nächsten Tranche. Da haben wir drinnen die Anleitung, die kennen wir eh, da brauchen wir nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Was machst du damit? Du brauchst meistens nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann haben wir eine riesen Fernsteuerung. Dann haben wir da raus. Die Fernsteuerung ist fast größer wie das Auto. So, okay. Oh, Jeep. Also wir haben hier alles aus Plastik. Da ist nicht einmal Gummi drüber oder irgendwas. Okay, irgendwo muss der Unterschied sein. Aber sie wird das machen, was sie soll. Die ist relativ wuchtig, relativ groß. Ja, okay, die Schrauben, das verstehe ich nicht. Das ist ja kein Spielzeug, das mein Kind gibt. Oder ich mache Schrauben rein. Das wäre das Erste, was ich rausmache, ist die Schraube da. Oder? So. So, was gehört da rein? Drei AA-Batterien können da rein. Ja, wenn wir da nachher reinpacken. So. Was haben wir hier? Das ist der On-Off-Schalter. Wir haben hier vier Tasten fürs Trim. Das war's auch schon, ja. Aber halt ziemlich wuchtig gleich. Fernsteuerung und Auto, ja. Aber egal, wenn es funktioniert, egal. Was haben wir dann noch drin? Okay, das übliche Packerl, das war es auch schon wieder dann. Mal runter. Wir haben dabei, wie gewohnt, den Lader, USB-Lader mit Output von 7,4 Volt mit 1000 mAh zu laden. Über den PC-Anschluss ist deppensicher und ja, gerade für Einsteiger. So, und dann haben wir einen Radmotorschlüssel, ist auch dabei. Also, notwendig, sie brauchst. Was nicht fehlt, ist halt diese Verpackung, die man erkennt schon von Rockhoppe oder FMS. Das hat man hier nicht. Hier hat man halt nur das Fahrzeug. Ja? Dann schauen wir uns das Fahrzeug einmal an. Schachtel steht mal weg. So, also optisch macht das Teil schon was her. Also, so schaut's. Also optisch kann das schon was. Also Jeep Wrangler. Sehr. Ich glaube der Bumper ist sogar wie beim Wrangler echt. Also das ist sehr realistisch, ja. Also macht schon was her. Also mal was das Optische betrifft, ja. Schauen wir mal. Okay. Reine Federdämpfer, also da ist nichts mit Öl oder irgendwas. Ja. Und, aber schöne Verschränkung. Ja, wirklich verschränkend oder schön. Ja. So, aber ziemlich wappelig. Dann schauen wir mal rein. Da wird das Pickel. Ich hoffe, dass da der Kleber auch besser ist schon wie beim letzten Mal, dass also die Klebereste drauf bleiben. Ja. Ist schon ein besserer Kleber. Okay, der Scheinwischer hat sich hier ein bisschen verbogen oder verrückt. So. Ah, hakelig. So, dann machen wir auf die Kofferrahmen. Die Kofferrahmen, so eine Motorhaube. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier vorne verbaut wieder den Servo mit laut Verpackung 9 Gramm. Wir haben hier Lichter verbaut. Hier hinten hat sich der Akku versteckt, den holen wir mal hier raus. Das ist ein
7,4 Volt, 380 mAh Akku mit 5C. Den kann man dann laden. Das würde ich gleich mal anstecken. Den wir gleich mal in Betrieb nehmen können dann und testen können. Genau, ist die Platine drinnen, Datenträger, alles soweit. Okay, Spiegel. Auch mit der Spiegelschutzfolie, also mit der Spiegelschutzfolie, mit der Spiegelfolie. Schauen wir unten an, okay. Das schaut ein bisschen. Der Motor ist wie beim neuen LC80. Etwas höher auch, mit der kleineren Skidplatte. Die Links sind alles Kunststoff. Die Antriebswellen sind auch Kunststoff. Okay, übersetzt ist er richtig gut. Wir haben hinten die Differential, vorne ist die Anlenkung. Schaut so gut. Reifen dürften die gleichen sein wie beim Katana oder beim Toyota Land Cruiser LC80. So jetzt gut, also alles dicht, geschlossen, da kann fast nichts reinkommen, wie ihr seht, also das finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben, was wir halt auch merken jetzt gleich, ist, es gibt kein Interieur. Kein Cockpit, keine Sitze, kein Lenkrad. Das gibt es hier bei dem nicht. Also irgendwo muss der Unterschied sein. So, zum Vergleichen habe ich jetzt hergeholt den Toyota LC80, den ich euch letztens vorgestellt habe. Das Video verlinke ich oben. Und jetzt wollen wir uns mal den Unterschied anschauen. Der kostet 109 Euro, der kostet 199 Euro. Ja. Wo ist der Unterschied? Wir haben schon vorher festgestellt, okay, der hat kein Interieur, also gibt es kein Cockpit, kein Lenkrad, keine Fahrersitze, kein Interieur praktisch. Ja. Er hat keine Verpackung, keine edle wie beim FMS, wie beim LC80, der in einer schönen Styroporverpackung kommt, die man schön unter die Ärmel knipsen kann und mitnehmen kann, weil es drinnen ist. Ja. Das hat er nicht. Ansonsten scheint er ziemlich baugleich zu sein. Und jetzt schauen wir uns mal im Detail an. Wir drehen das Ganze mal um. Schauen wir von unten einen Unterschied an. So. Fällt mal auf. Optisch schaut es einmal fast gleich aus. Ja. Was da jetzt einmal auffällt, ist die Rahmen hier, sind beim billigeren Modell aus Plastik, also aus Kunststoff. Das ist ein Alurahmen, also Metall. Der Kunststoff hier glänzt viel mehr wie der. Ich weiß nicht, ob das jetzt Indiz ist, aber das wirkt irgendwie wertiger wie das, oder? Ja. Wir haben hier Kunststoff links, da waren es auch Kunststoff links. Ja. Wir haben Kunststoffantriebswellen drinnen. Wir haben fast die gleiche Verbauweise vom Motor und von der Skidplate, mit der kleinen Skidplate, mit der kurzen. Wir haben die gleichen Reifen, wir haben die gleiche Anlenkung, der Toyota hat eine steilere Anlenkung. Was der Unterschied ist auch, was ich gesehen habe, ist, dass beim Toyota hast du ein schaltbares Licht, ja. Das zeige ich dir heute eh. Und der hat nur ein einfacheres Licht, sprich, wenn du fährst, wenn du Gas gibst, dann leuchtet das Licht auf. Wenn du bremst, dann kommt das Bremslicht und blinken du noch, wenn du einschlägst. Ich halte mal jetzt Batterien. So, mal Batterien, drei Stück AA-Batterien. Ich verwende da hauptsächlich aufladbare Batterien. Also für die Vielzahl der Fahrzeuge, einfach gesund, aber auch für die Umwelt. Und einfach mit einem guten Ladegerät sind relativ schnell geladen. So, und auch haben wir angesteckt gehabt, den holen wir jetzt raus. So, dann kommt hier das Kabel da rein. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Wichtig ist immer schauen, gleiche Farbe auf jeder Seite. So, ja, blinkt uns einmal an, okay. Mir taugt es nicht, du hast da keine Fernsteuerung eingeschaltet. Bitte schalte die Fernsteuerung an. Denke mir, dann wird das Licht aufhören zu blinken.
So, das machen wir jetzt mit Fleiß. Ansonsten, wie gesagt, immer als erstes die Fernsteuerung einschalten und dann die Sachen, die das Auto einschalten und ausschalten umgekehrt. Jetzt schalten wir die Fernsteuerung an. Wir haben ein Piepsen gehört. Wir haben ja ein Licht, das es leuchtet. Wir haben. So, ich versuche das zu zeigen. Machen wir es so. Wir haben hier beim Lenken. Blinkt das? Das Ganze ist auch hinten. So. Wir haben, wenn wir Gas geben, leuchtet das Licht. Das ist nicht wie bei den anderen, da leuchtet es permanent. Das ist die einfache Variante, was irgendwie auch der Preisunterschied ist. Aber der Motor hört sich gut an. Auch feinfühlig, ja. Und das rückwärts, also hinten, wenn wir jetzt praktisch Gas geben, beim Rückwärtsfahren leuchten dann die roten Lichter. Ja? So ist es einmal das Ganze. Ja? So, jetzt haben wir mal irgendwie ein Hindernis. Jetzt mal, ich hoffe, meine Strecke ist bald fertig. Aber was bauen wir? Irgendein Hindernis bauen wir jetzt schnell auf. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja. So, ich habe jetzt meine Schreibmappe geholt. Was haben wir hier für einen Winkel? Wo ist mein Winkelmesser? Da. So. Jetzt haben wir 0 Grad. Mit dem Teil kann man Winkel messen, ja. Und wir haben jetzt hier, geht das so auch? Na. Wir haben jetzt hier eine Steigung von 20 Grad. Und dann schauen wir mal. Schafft er locker. Die Folie ist. Der Rückwärtsgang ist ein bisschen bissig. Dass wir einen feinfühligen Finger bekommen, also Rückwärtsgang, den Punkt zu treffen. Okay, aber die 20 Grad haben wir geschafft. Dann probieren wir mal steiler. Wir haben dann hier 32 Grad Winkel. Schauen wir mal, ob er das schafft. Hebt er schon das Beinchen, aber 32 Grad schaffen wir auch. So. Dann probieren wir das noch steiler. So muss ich den halten wahrscheinlich. Machen wir mit Klebeband. Haben wir hier für Steigung 38 Grad. Probieren wir das. Ob er das schafft. Da hebt er schon ziemlich stark das Haxele. Aber hat er auch geschafft. Ich habe nicht aufpasst, wo er hinpasst. Also er rutscht schon. Aber 38 Grad haben wir auch geschafft, ja? Die Hillbreak funktioniert auch toll, wie ihr seht. So. Dann probieren wir das Ganze noch zu steigern. So, jetzt haben wir dann 45 Grad. Schauen wir, was er hier macht. Bei 45 Grad. So, Böschungswinkel kommt da mal rauf, ja. Na, 45 Grad ist Schluss. Ah, ja, ein bisschen runter. Machen wir Spur runter. Mal 40 Grad haben wir jetzt.
Nehmen wir mal 40 Grad. Grad schafft er. Jetzt rutscht er schon natürlich vom Kork. Ob er noch wegkommt. Ja, Fuß hoch. Fuß hoch vorne, wie ihr seht. Aber geht. Der 40 Grad schafft er, bei 45 Grad ist vorbei. Probieren wir noch ein bisschen was mehr zu geben. Bringen wir mal was in diese Zeit. 42 Grad. Was sagst du, Messer? Ja, 42 Grad. So. Ja, 42 Grad hat er auch geschafft. Also von dem her nicht schlecht. Upsala! Also mit Schwung. Mit Schwung. Wenn man es mit Schwung machen, weil dann kommt doch das Übergewicht von hinten. Er ist doch mit Reserverad hinten sehr, sehr hecklastig. Ja! Also aus meiner Sicht ist das, sage ich mal, ein toller Einsteiger, Crawler, ein bisschen für den Garten zum Spielen. Er hat anständig genug Kraft, auch schnell genug. Also, das gefällt mir. Ja. Also, vor allem der Jeep macht wirklich was her, vom Style her. Also, schauen wir am Schluss, ich hätte ganz vergessen noch, aber die technischen Daten, die könnt ihr dann noch in Ruhe in meinem Blog nachlesen, auf die hätte ich jetzt ganz vergessen. Wir haben eine Länge von 275 mm, eine Breite von 116 mm, eine Höhe von 120 mm, einen Radstand von 162 mm, eine Bodenfreiheit von 36 mm, einen Reifendurchmesser von 56 mm, Maßstab 1:18, Motorbrush 55 Stern. Wir haben klar gesehen, okay, Preisunterschied entsteht dadurch, kein Interieur, keine tolle Verpackung, etwas, sage ich mal, günstigere Fernsteuerung. Summe passt das von mir her. Also von dem her, die 109 Euro, die sage ich mal, ist eine tolle Geschichte, vor allem für ältere Kinder mal schenken will, einfach zum Crawl im Garten draußen oder so, oder in der Sandkiste, ein tolles Fahrzeug. Die Elektronik ist laut Hersteller wassergeschützt, also wassergeschützt, ja, und wie ihr gesehen habt, es kommt da, ist ja fast zu alles, da kann ich nicht reinkommen. Von dem her, coole Sache. Es kommt Weihnachten bald, vor mir kommt der Winter, wo man dann nicht raus mit erfahren kann, sondern kann man sich im Keller oder in der Garage schnell was basteln zum Fahren und hat eine Menge Spaß. Und sagen wir, für das Geld von dem, ja, kann man schon zwei kaufen und kann man zu zweit Spaß haben. Also von dem her finde ich die Idee, dass im EasyRC eine Einstiegsgeschichte macht mit einem etwas günstigeren Sache, da gibt es den Arizona gibt's, und dann gibt es noch den anderen, der heißt wie, sage ich euch gleich, Menno, da gibt es noch den Patriot, das ist die Nachbildung von dem, den gibt es auch, der kostet auch 109 Euro, ja, und als Einstieg, wirklich nur zum Spaß haben, würde ich fast zu dem greifen, statt zu dem, weil du kriegst wirklich schon zwei Fahrzeuge um das Ganze. Wenn du dann Wert legst auf Scaleigkeit und so weiter, mit die Körper, wenn du sagst, okay, mir ist wichtig, dass ich ein Cockpit habe und so weiter, also dass ich schaltbares Licht habe, dann musst du jetzt den nächstgrößeren kaufen oder so. Aber von dem finde ich den Ansatz super von EasyRC mit dem Einstieg da mit den günstigeren Modellen, ja. Und 109 Euro ist jetzt nicht die Welt und man hat wirklich brauchbare Fahrzeuge, nicht wie das Spielzeug irgendwo bei aller, gibt es ja nicht mehr da als Rass, um 80 Euro irgendein Revell, was nicht gescheit geht, oder nicht Revell, du willst keine Marke nennen, also nicht im Spielzeugladen irgendein Spielzeug um auch 80 Euro rum und dann hat das Kind keine Freude im Garten, weil es den Berg nicht hochfährt und so weiter, also von dem her coole Sache für Einsteiger. Es gibt einen Blogbeitrag, wo ich den vorgestellt habe schon einmal, also anhand von den Informationen, da könnt ihr es nachlesen. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung.
für mich eine coole Sache, freue mich drauf, wenn die Strecke fertig ist, meine Teststrecke. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ihr vielleicht, wenn ihr möchtet, mache ich vielleicht ein Video auf, wie ich die Strecke baue, aber es ist nichts Aufregendes. Aber ich sehe jetzt dann das erste Mal, wenn die Strecke fertig ist, wenn wir dann sicher noch 2-3 Wochen brauchen. Möchte, also die Idee ist ja, wie schon angekündigt, mit verschiedenen Untergründen, so wie ich jetzt hier gemacht habe, mit der Böschungswinkel, ich sage, okay, ich kann einen Rasen drauflegen, ich kann einen Stein drauf, also okay, ich kaufe so Steinplatten, was du eigentlich an die Wand klebst oder so, Rasenstein, dann wirklich was Griffiges mit einem Schleifpapier, ja, also okay, einfach das zu testen zu können und dann die Verschränkung und den Kippwinkel. Da bin ich gerade am Düfteln mit Manfred und da haben wir die Grundplatte, habe ich schon alles und jetzt werden wir dann anfangen zu bauen. Und jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich wirklich zum Basteln Zeit habe. Ne? Und dann mache ich mit meinen ganzen kleinen Fahrzeugen, habe ich glaube ich jetzt 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 8 mit dem ganz kleinen da, mit 1 zu 32er Modell. 8 kleine Fahrzeuge und da mache ich dann eine richtige Challenge. Wer wird die Challenge gewinnen, ne? Und wer fährt gut. Also mir gefällt der Jeep sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich coole Sache. Vor allem mir gefällt der Jeep generell gut und macht echt was her. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr neue Videos demnächst wieder auch informiert werdet darüber. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, einfach die Kommentarfunktion nutzen und der blinkt mich da schön an. Okay, der Akku wird leer sein, ja, wir haben den wirklich aufgeladen. Ich habe begrüßt mich hier. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Gerry. Baba.